Gebieter, Herr unser Gott, du hast im Himmel zum Dienst deiner Herrlichkeit Chöre und Heere von Engeln und Erzengeln eingesetzt. Lass mit unserem Einzug auch deine heiligen Engel Einzug halten, dass sie uns helfen bei diesem Dienst und mit uns deine Güte preisen. Und wir stellen auf geheimnisvolle Weise die Cherubim dar und singen der lebensspendenden Dreieinigkeit den Lobgesang des dreimal heilig. Lasst uns nun alle irdischen Sorgen ablegen, um den König des Alls zu empfangen, der von den Heeren der Engel auf Speeren unsichtbar einhergetragen wird. Alleluja. So, liebe Schwestern und Brüder, stimmt es die byzantinische Liturgie in jeder Messfeier an, zum Einzug des Evangeliars und zum großen Einzug, wenn die eucharistischen Gaben in einer Prozession herbeigebracht werden. Wir können durchaus sagen mit unseren Schwestern und Brüdern, wenn sie die byzantinische Liturgie feiern, ohne Engel gibt es gar keine Liturgie. Ist das nur eine steile These, die ein bisschen flott klingt? Oder müssen wir nicht in diesem Satz tief auf den Kern dessen schauen, dass, wenn wir Christen sagen, wir feiern Gottesdienst, was dort eigentlich geschieht? Auch wir im lateinischen Westen, liebe Schwestern und Brüder, haben solche Auffassungen, auch wenn sie ein wenig angestaubt daherkommen oder ein wenig auf den Müllplatz geschoben werden. Es war Generationen, Jahrhunderten klar, dass, wenn sie zum Gebet zusammenkommen und das Stundengebet der Kirche feiern, dass sie das tun, wie wir das eben in der Vesper gesungen haben. Im Angesicht der Engel singe ich dir dein Lob. Es geht um die Gegenwart Christi, um das Bekenntnis seiner Kirche, dass er der Herr ist, wie das Nathanael heute im Evangelium tut. Und überall, wo dieses Bekenntnis erklingt, wo sich Menschen sammeln, die dieses Bekenntnis im Herzen und auf den Lippen tragen, da öffnet sich der Himmel und wir sehen die Engel auf- und niedersteigen, die uns zu Hilfe kommen, damit wir das tun, was sie immer tun. Gott zu loben, ihr ganzes Dasein, ihre gesamte Existenz von daher zu verstehen, dass Gott ist und dass man ihm nur in rechter Weise dient, wenn man ihn preist. Der zweite Punkt ist bei uns in der Messfeier immerhin noch, wenn die Präfation des Eucharistiegebetes immer endet, dass wir einstimmen in den Lobgesang der Engel. Wenn man zuweilen Kirchenmusiker oder auch Priester darauf hinweist, dass dies oder jenes nicht der rechte Gesang zum Sanctus sei, dann kriegt man immer vorgehalten, ach Gott, das ist aber wirklich jetzt kleinlich. Also die Kirche hat doch ganz andere Probleme. Mag sein. Und trotzdem ist es nicht unser Gesang. Wir sind zu Gast. Wir stimmen in einen Gesang ein, der immer erklingt und den haben nicht wir zu bestimmen. Und es ist eine interessante Beobachtung, als man vor 40 Jahren, vor 50 Jahren die Engel in unserer Liturgie und überhaupt im Bewusstsein der Kirche ein wenig schamvoll in die Ecke schickte oder ganz entsorgen wollte. Es gab Stimmen genug und de facto ist es ja geschehen. Haben sie sich zurückgezogen? Sie sind zwar dann irgendwie in der esoterischen Knuselecke dann doch wieder hervorgekommen, aber das sind ja nicht unsere Engel. Das sind Engel für alles Mögliche, aber das sind nicht die Engel Gottes. Denn die haben nur eine einzige Aufgabe, Gott zu loben und uns zu helfen, ihn zu loben. Und es ist ein Wunder, dass viele Liturgien in sich kollabieren, einen Infarkt erleiden, weil sie eben nicht mehr teilhaben am Dienst der Engel, sondern nur noch selber fabrizierte Dinge sind, wo wir um uns selber kreisen, uns selber ausdrücken, uns selber irgendwie darstellen. Das ist keine Liturgie, das ist Humbug. Das ist Unsinn. Das, was die Texte eben sagen, und wenn wir unsere Texte ernst nehmen, sagen sie es auch. Ein wenig schwächer, zugegeben. Wir sind die Cherubim.
die den Lobpreis, den unaufhörlichen der Engel nachahmen und in diesen Lobpreis einstimmen. Und von daher kommt eine unglaubliche Kraft, liebe Schwestern und Brüder, und Freude kommt daher. Denn all die Mächte, mit denen Michael im Engel kämpft, wie es uns die Apokalypse in einer gewagten Schau darstellt, all diese Mächte sind gestürzt. Und es ist nicht unsere Aufgabe, diese Mächte wieder auf den Thron zu setzen oder auf den Altar zu stellen. Das ist Götzendienst, sagt die Apokalypse. Das ist Tanz um das goldene Kalb unserer selbst, aber keine Liturgie. Wir stellen auf geheimnisvolle Weise die Cherubim dar und singen der lebensspendenden Dreieinigkeit den Lobgesang des dreimal heilig. Lasst uns daher alle irdischen Sorgen ablegen. Hier wird ein wunderbarer Weg gezeigt, wie das Gotteslob gelingen kann, wie Liturgie wieder fruchtbar wird, wenn sie eben nicht gemacht ist, sondern sich dorthin einordnet, wenn sie sich ziehen lässt von der Schönheit und der Wahrheit dessen, was immer Gegenwart ist in der Wirklichkeit Gottes, wo die Engel Gottes auf- und niedersteigen über dem Bekenntnis des lebensspendenden, dreieinigen Gottes und dass Christus der Herr ist.